Was? Was ist denn hier schon wieder dran? Ach, das glaube ich ja nicht. Hat hier jemand Fass aufgemacht? Freunde der Sonne, Friends of the Sun, Magneto wieder am Start, heute neuer Spot, neues Glück, Wetter passt, was soll ich dazu sagen, da muss man einfach so viel wie möglich Schrott aus der Elbe holen, da hinten, da war ich gestern, war fetzig und hier war ich noch nicht, Barbarian ist dabei, Hardcore ist dabei, Haken ist dabei, so wie immer, geht los, yeah, erhöhter Schwierigkeitsgrad, ziemlich steinig. Aber wir geben unser Bestes. Ich bin gespannt, was es hier so zu holen gibt. Erster Wurf. Und da ist doch schon was dran, oder? Ein Grundkorken. Und so wie immer, Steine, 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 Steine. Das haut mich jetzt hier noch nicht von Hocker. Ja, gut, die Elbe ist lang, die Elbe ist groß. Oh, ich kann nicht zeigen. Na gut. Geduld, Geduld, mein Kind. Drei Kronkorken. Mal schauen. Oh, jetzt fühlt sich so ein bisschen an. Aber na doch, irgendwas dran. Irgendwas dran. Ich sehe was. Ich sehe was. Mehr als sonst. Mehr als. Oder? Jetzt dachte ich schon gerade eine Axt. Das wäre es gewesen. Das ist keine Axt. Es ist sogar noch ein bisschen rot. Keine Ahnung. Irgendein Blech von irgendwas. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Ui. Das war sicherlich eine Schraube. Das ist ein Ring von was auch immer. Das Schöne ist hier. Das sieht aus wie Meißel, ja, das sind irgendwie, keine Ahnung, ein Riesennagel letztendlich, ne? Oder ein kleiner Meißel. Cool. Schauen, wie es aussieht. Wir können sie mal ein bisschen klopfi-klopfi machen. Ja. Sieht aus wie ein Meißel. Cool. Das war knapp. Magnet festmachen. Ist jetzt noch nicht passiert, dass ich den Magneten habe. Mit Seil. Verloren habe. So, haben wir hier was dran? Fühlt sich so an. Oh, das ist interessant. Das ist ja interessant. Genau das gleiche hatte ich. Schon mal. So ein langes Teil. Also das Ding hier hatte ich auf jeden Fall doch. Boah, ui, boah, stinkt aber. Boah, da vorne schon mal rausgeholt. So mit Gummi und vielleicht ist das eine Art Begrenzung, Stoßplanke, keine Ahnung, von Booten. Wenn ihr es wisst, schreibt es mir in die Kommentare. Ah, ich muss hier noch ein bisschen üben, ne? Das hat aber gestunken. Das muss ja was vom Boot sein. Das andere macht aber keinen Sinn. Ich muss hier aufpassen, sonst läuft mir die Brühe in den Stiefel. Oh, jetzt haben wir was Größeres dran. Naja, mal gucken. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Was ist denn hier los? Hä? Jetzt habe ich bestimmt drei oder vier von diesen Meißeln
eins, zwei, obwohl das könnte auch eine Schraube sein, aber hier hinten nochmal ein, drei. Ah, cool. 40. Werden wir gleich mal genauer untersuchen, würde ich vorschlagen. So, erstmal Nummer 1. Aua! Der Klassiker. So. Ja, du, das ist kein Meißel, das ist wirklich ein Nagel, ein alter Riesennagel, der ins Holz getrieben wurde. Und der Rest hier dran genau das gleiche. Weiter geht's. Kletteraktion geht weiter. Jetzt haben wir so drei, vier so eine coole Nägel. Die finde ich echt stark. Was genau das für welche sind, wozu, kann ich auch nicht sagen. Jetzt bin ich auch irgendwie mehr überzeugt, dass hier noch was Cooles kommt. Irgendwas hängt wieder. Ja. 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 Woran? Da kamen auch ein paar Blasen, aber es kann ja von den Steinen sein. Ja, jawohl. Sag ich doch, hier ist wieder was dran. Hä? Gucke einer an. Gucke einer an. Das ist ja verrückt. Jetzt haben wir... Oh, eins, zwei, drei. Nochmal drei so eine, sag ich mal, großen... Ah, selbstverständlich, wie ich es immer sage, so einen großen mittelalterlichen Nägel. Also hier, ja, guckt euch das mal an. Eine bunte Mischung ist hier dran. Also bunt ist die gar nicht, ehrlich gesagt. Der war nicht schlecht. Nagel Nummer 1. Ich denke Nagel Nummer 2. Nummer 3, ja. Was ist das? Das sieht auch interessant aus. Also was heißt, das sieht interessant aus. Ich bin gespannt. Wir machen mal klopfi klopfi. Und schauen mal, was das sein könnte. Was da rauskommt. Das ist ja wie doppelt Abenteuer. Erst fängt man was. Und dann kriegt man raus, was es ist. Oha, das glänzt aber fein. Oder was sagt ihr? Das wäre ich mir doch mal glatt, weil das so hübsch glänzt hier am Rand. Seht ihr das? Ja. Das könnte man sich ja noch mal genauer angucken. Oh, das ist aber fetzig. Na gut, dann werde ich das mal lieber mit Vorsicht behandeln. Zu spät, ne? Aber trotzdem, das ist interessant. Das finde ich abgefahren, sieht aus wie Gold. Natürlich nicht Gold, jetzt sind gerostet. Aber mal schauen. Ui, hier geblieben. So, hat man noch was dran? Ach ja, das sah aus wie ein Schlüssel. Das wollte ich euch mal zeigen. Ist das hier ein Schlüssel? Ich denke, das sind die Überreste von einem alten Schlüssel. Hier schon. Vielleicht war es ja auch mal ein alter Messergriff. Was? Ist denn hier schon wieder dran? Ach, das glaube ich ja nicht. Hat hier jemand ein Fass aufgemacht? Sagt man so schön. Okay, ich zeige sie jetzt nicht mehr ganz so deutlich. Nochmal. Eine Schraube, ein halber Kronkorken und die besagten großen Nägel. Das ist jetzt bestimmt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da vorne war, glaube ich, noch einer. 8, 9 Stück. Das ist ja abgefahren. Das ist wirklich abgefahren. Und alte Schraube. Okay, weiter geht's. Und weg damit. Ich könnte jetzt sagen, ich tippe auf noch so einen Nagel, aber das wäre vermessen. Oder? Nö, oder doch. Irgendwas ist dran. Aber was? Ich sehe es hier noch nicht.
Okay, ich zeig's euch. So, jetzt haben wir hier. Das ist, glaube ich, ein Stück von irgendeinem Rohr. Ah, ne! Wisst ihr, was das ist? Oh, das klingt. Ich zeig's euch. Oder was das war, besser gesagt. Ich glaube, wenn man sich jetzt noch mal genauer anguckt, sieht das aus wie ein Teil vom Fahrrad. Na? Vorne, wo der Lenker reingesteckt wird. Ein Stück vom Rahmen vorne. Aha, wenn da ein Teil davon ist, dann ist da vielleicht noch mehr. Erkennt man, von was es war? Nö. Upsala. Sieht man nicht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es vom Fahrrad ist. Na ja, dann werden wir mal schauen, was wir da rauskriegen. Also Moped und Fahrradteile hatte ich lange nicht mehr. Jetzt will ich das Fahrrad haben. Komm. Nee, es fühlt sich nicht wie ein Fahrrad an. Naja, wieder so ein Riesennagel. Heute ist eindeutig der Nageltag. Der Nageltag. Kann ich ja bald. Ja, okay. Weiter geht's. Ah, herrlich. So, leicht gegens Licht. So wie immer. Aber es zieht sich schwer und wer erkennt die Blubberblasen? So ein bisschen blubbert's. Ah, Aha. Ey, cool. Oder sehe ich das richtig? Ist das ein Brecheisen? Also, das ist ja eine bunte Mischung hier. Ziemlich bunte Mischung. Abgefahren. Okay. Was haben wir denn hier? Nee, das ist doch kein Brecheisen. Also, das ist auf jeden Fall wieder irgend so ein Gummiding. Wie ich es erst schon hatte. Ein Gummiding mit Metall drin. Also, irgendein. Was zum Abblocken. Dann haben wir hier. Ein 1A Splint. Guckt euch das an. Das ist der 1A in Splint. Sicherungs. Splint. Ja, was ist das? Das ist mir noch. Ah, hier ist noch ein bisschen Holz dran. Schraube, ja, hier, Entschuldigung. Hier, Schraube dreht sich noch, steckt im Holz. Und hier ist auch noch ein bisschen was Unerklärliches davon dran. Nicht zu vergessen, hier noch eine Mutter. Das ist doch eine Mutter hier noch. Steine. Ah, und schaut mal an. Was wäre der Magnet ohne Nagel heute? Nicht schlecht. Herr Specht. Ich hab doch schon wieder was gesehen hier. Schaut euch das an. Nummer, keine Ahnung, 11. Gute alte Nagel. Kronkorken. Kronkorken. Oh, yuppie. Schaut. Oh, Batterie. Sehr gut, dass die weg ist. Aber was sehen meine Augen hier? Was sehen meine Augen? Cash für die Tash. Selten beim Magnetfischen. Oh, eine Münze. Schön. Gleich mal angucken. Toll. Können wir noch was erkennen? Sagt mir jetzt gar nichts. 1997. Dann ist ein Kamel drauf. Hä? Das ist ja verrückt. Also, oder ist es ein Kamel? Komisch. Also da bin ich überfragt. Was das sein soll, habe ich noch nie gesehen. Aber 40, also bitte, immer raus damit, wenn ihr irgendwas wisst. Ich habe keine Ahnung. Tschö, hart.
Dann stecken wir erstmal ein und sind mal gespannt, was das hier wird. So, bin ich überfragt. Oh, und hier war der Ton weg. Da habe ich wohl vergessen, das Mikro wieder anzuschalten. Kein Problem, ich erzähle euch einfach, was passiert ist. Oder was ich gerade erzähle. Keine Ahnung, hier freue ich mich wohl. Oh, schaut. Mensch, Wahnsinn. Ich fasse es ja nicht. Ein Gummiknüppel mit Metall drin. Und ein, ja, wunderbar, ein Schild. Oder ein altes Tablett aus dem Mittelalter. Mal schauen. Auf jeden Fall ist es nass. Nass. Leicht angeschmuttert. Was steht hier? Wer das liest, ist doof. Witzig. Mal gucken. Am besten ziehe ich erstmal den Magnet ab. Noch was dran? Nö. Oh, das kann man noch umdrehen. Aha, schön. Da. Ich zeig's euch mal ganz genau. Oh, guck mal. Da kann man sogar vielleicht was drauf malen. Oder? Dann kann man es auch wieder sauber machen und streicheln. Streicheln kann man es auch, ja. Und zwischen Steinen ein... Ne, kann man doch nicht. Nun, kann man so reinlegen. Schönes Stück. Weiter geht's. Da ist doch wieder was dran. Ich sehe es. Oh, ein großes Stück Metall. Wahnsinn. Und noch ein Nagel dran. Verrückt. Was ist das bloß für ein großes Stück Metall? Ich kann es nicht sagen. Warte, aber erstmal auf die. Vielleicht nochmal. Oh, voll abgekriegt. Schön. Und dir? Ein. Ist das ein Nagel? Oder vielleicht ein. Vielleicht kann man damit auch was anderes machen. Rhythmus schlagen. Nee, du. Ja, oder ist doch ein Nagel, würde ich sagen. Und ich höre gerade aus der Regie, dass der Ton wieder da ist. Na los. So, jetzt mal hier an der Stelle, wo die Boote ins Wasser gelassen werden. Aha, Spannung, Spannung, Spannung. Da habe ich doch schon was. Da habe ich doch schon was Schweres. Uff. Fühlt sich an wie ein Anker hier. Oh, was ist das? Was ist das? Hilfe, ist das schwer? Ach du grüne, nein. Hä? Was zum Teufel? Das ist klar hier, ne? Aber was ist das denn hier? Das ist einmal. Falls jemand ein bisschen Metall braucht, das sind ein paar Kilo. Mein lieber Scholli. Okay. Ich dachte schon, schön viereckig. Das wäre es gewesen. Hier noch schön die Geldkassette rausholen. So weit kommt es noch, ne? Lieber ein Stück Stahl. Oder, na, okay, vielleicht auch kein Schmuck, sehe ich gerade. So, ich zeig's euch. Hier, wieder Nagel. Den machen wir erstmal ab. So, Nagel. Und hier. Schaut. Da. Aber, oh nein. Es war einmal eine Kette. Hier war mal eine Kette dran. Oh, ist ja noch ein. Ah, nee, naja. Schade. Ich dachte schon, es wäre Schmuck. Ja, gut, eine Kette ist auch Schmuck, aber
Die Kettenglieder, die verabschieden sich schon hier. Da ist nicht mehr viel. Da hat wohl jemand eine Kette verloren. So, Freunde, schaut euch das an. So viel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. So eine crazy alten Nägel. Die alle letztendlich, warte, ich habe mal einen frei gemacht, wenn man die ein paar Mal sauber macht, so aussehen. Finde ich abgefahren. Naja, und die Kette jetzt hier, ne? Die ist schon kaputt und nichts Besonderes. Aber finde ich stark. Ich mach weiter. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Schon wieder der Ton weg. Naja, egal. Hier freue ich mich, dass da hinten ein Schiff ist. Schön. Super toll. Und hier zeige ich, dass ich da hinten hinzeigen kann. Da so hinten. Schön. Und weiter geht's. Was ziehen wir denn jetzt raus? Oh, ich sehe das. Es ist spitz. Es ist wieder der nächste Nagel. Wahnsinn. Wo die denn alle herkommen? Nun? Oh, das weiß ich noch. Das war auch außen Gummi, in Metall und mit Loch. Vielleicht mal ganz genau hinzeigen hier. Oh, aber. Genau. So, jetzt nochmal zeigen. Da, mit Loch. Wer es weiß, was es ist, schreibt es in die Kommentare. Ich weiß es nicht. Das war zur Seite. Und jetzt erstmal ziehen. Oh, das ist schwer. Das ist schwer. Ziehe ich mal vielleicht ein bisschen schneller. Puh, dauert ja sonst zu lange. Was kann das wohl sein? Was ist denn? Hä? Das ist ja recht laha. Oh, eine Stange. Ganz schön lange Stange. Jetzt frage ich mich, oh, was ist das denn? Kann man die drehen? Ja, drehen kann man die. Schön. Oh, da noch ein Nagel. Na, noch ein Nagel. Ich weiß es nicht. So, so, jetzt schleppen wir mal die Stange. Gucken wir uns die vorher nochmal an. Ja. Na, ich zeig die euch mal ganz genau nochmal. Aber erst den Magneten abmachen. Noch was dran? Nö. Und. Oh, ist das schwer. Oh, schwer und dreckig. Boah, toll. Und weiter geht's, würde ich sagen. Oh, was ist hier drin? Ein Krückstock. Nein. Das ist eine gebogene Stange, würde ich sagen. Noch was dran? Ist das interessant? Nee. Alles weg, oder? Zeig mal. Ah, ein Ring. Ein alter Ring oder so. Und ja, oder ein Stück vom Geländer? Vielleicht von einem Boot. Ich lass mal abmachen. Ja, schön. Ein gebogenes Stück Schrott. Schön. Da freue ich mich doch, dass es raus aus der Elbe ist. Okay, ich würde. Was hängt denn? So, was haben wir denn jetzt? Das geht ja hier. Schlag auf Schlag. Eine lange. Ja, guck. Hier, was Rundes. Was? Keine Ahnung, was das ist. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall haben wir. Hey, schaut mal ganz genau hin. Das ist doch bestimmt auch was zum Schlagen. Oder? Bestimmt. Das sieht doch schon so aus. Hit me, baby, one more time. Hit me. Was nun? Kaputt? Oder doch nicht? Oder war das vielleicht falsch rum? I've been looking for freedom. I've been looking so long. Nee, ist vielleicht doch. Ach, doch bloß ein Nagel. Och Mann. Na gut, weg damit. Weiter geht's. Na, dann sind wir doch gespannt, was jetzt rauskommt. Ich guck's. Ein Nagel, wer hätte das gedacht? Ich hätte gar nicht damit gerechnet. Schaut. Ein Nagel und irgendwas anderes. So, weiter geht's. Was habe ich jetzt dran jetzt? Hey, ein Nagel. Pling.
Na gut, noch ein Nagel. Wahnsinn. Was ist hier drin? Oh, ein Haken. Ein Ring. Jetzt krack. Oh, ein schön spitzes Teil hier. Was für ein Krack. Ja. Und ein typischer Magnet aus der Elbe, voll mit irgendwelchen komischen Metallzeug. Was kommt jetzt? Lass mich gerade einhaken. Ja, da ist er. Oh, Wahnsinn. Google, Nagel. So viele Nägel. Unglaublich. Und so viel Schrott. Wahnsinn. Aber da höre ich aus der Regie, wir haben wieder Ton. Oder? So, alle guten Dinge sind drei. Erst nicht aufgenommen. Dann das Headset nicht angehabt. Also nochmal, Magneto sagt dir Tschüss. Hat echt Spaß gemacht. War eine Menge Schrott dabei. Gut, Batterien rausgeholt. Und natürlich die Nägel. Und eine coole Münze. Ich blende sie nochmal ein. Vielleicht wisst ihr es oder ich habe es schon rausgefunden. Mal schauen. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Abonniert gerne den Kanal. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten sage ich Ahoi Brause. Magneto sagt Tschüss. Bis bald. Ciao. Thank you.